Freunde, endlich ist es soweit, wir haben wirklich Heiligabend. Und heute machen wir was ganz Besonderes, was ganz, ganz Besonderes, habt ihr nirgendwo gesehen. Also, seid gespannt. Heute spielen wir den Weihnachtsmodus, Freunde. Das wird richtig geil. Und mit dabei ist der MB Schwartz. Bruder, ich bin der Weihnachtsmann. Und mit dabei ist der Spaß-Kidmelf, Digga. Ich weiß, du hättest gleich wieder gesagt, guck mal, ich stehe extra da vorne und dann ignorierst du mich. Komm, gib mir High Five, komm. Dich mehr? Okay. Ja, und der Bruder ist auch am Start. Bruder, ich hab da was gesehen. Dreh dich mal um kurz. Ja? Geh in die Knie. Hä, was? Hau ab, Mann, geh weg, Alter. Lass meinen Arsch in Ruhe. Kurz, mach doch nein! Kurz. Ich hab da was gesehen, das stört dich bestimmt. Mach. Okay. Oh, Bruder, da ist ein Riesending rausgekommen, Alter. Ja. Freunde, gebaut von Joy. Kill Royale aus meinem Bauteam, Freunde. Grüße gehen raus. Danke nochmal. Sie hat 18 Stunden für diese Map gebraucht, Freunde. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal an, was hier ist. Ja, hier ist die Fettsack-Gang. Da ist der Andrizzle, MB Schwanz, unser kleiner Sohn, Odoman, Kidmave. Und guckt euch den an, Digga. Das ist der Bruder. Ganz kurz, ich finde es nicht in Ordnung, dass du Lügen verbreitest, ja? Das muss mindestens doppelt so gut sein. Okay. Und ich würde anfangen, Freunde. Ich erkläre euch das mal kurz hier. Wir haben hier 4 Häuser. Das habe ich schon mal gebracht, so ähnlich zu Halloween, ja? Wir haben hier 4 Häuser, da oben ist überall ein Schornstein und da müssen wir reinspringen. Und es kann sein, dass da der Grinch sozusagen ist. Zum Beispiel Burak mit der RPG. Und wenn wir das falsche Haus erwischen, Freunde, sind wir einfach tot und Buddha kriegt eine geile Waffe. Ja, und das ist eigentlich das Zufallsprinzip. Am Schluss gibt es natürlich einen Fight, also bleibt gerne bis zum Schluss dabei. Und meine Sprachfehler sind wieder on fleek. So. Aber André, guck dir mal die Kinder hier an dem Fenster. Wer ist der beste Creator-Code? Hashtag Werbung? Natürlich AndréYT. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Falls ihr noch keinen habt, könnt ihr ihn gerne eingeben. Ja, Jungs, seid ihr ready? Budaks Aufnahme, Budaks Regeln. Er hat schon entschieden, dass er anfängt mit der RPG. Ja, meine RPG wusste. Wer will anfangen? Oder machen wir Dings? Wir laufen schnell hin, wer das erste Haus. Okay, das wäre dumm. Okay, wir machen Auswahlprinzip, ja? Wir machen Auswahlprinzip. Wer darf das erste Haus wählen, der macht Scoreboard 10. Oh, ich habe eine 9, Digga. Ich bin safe erster. Komm. Habt ihr auch Scoreboard? Mulkan hat vielleicht gar nicht. Hast du? 5. Kidmef 8. Okay, dann bin ich als erstes, Freunde. Ich habe die höchste Chance, ein Haus zu kriegen, wo Burak nicht drin ist. Das ist gut. Okay, wir müssen kurz in Buraks Kopf reingehen. Er würde safe sagen, nicht das Haus nehmen. Soll ich Tipp sagen? Nein, sollst du nicht. Okay. Jeder, der meine Lieblingszauber kennt, hat einen Vorteil. Oh, warte mal. Ich habe das Orange. Mirkan? Nee, wer darf es als zweites wählen? Nein. Kidmef. Ich? Ja, du musst halt, welche Farbe nimmst du? Ich bin schon verwirrend mit meiner Aussage, ne? Egal, welche Farbe nimmst du? Die Sache ist, er hat gesagt, derjenige, der meine Lieblingsfarbe kennt, hat einen Vorteil. Aber heißt es könnte das auch jetzt, ein Bluff sein. Heißt könnte das, dass er ist bei der Lieblingsfarbe oder heißt das, die Lieblingsfarbe ist safe? Das frage ich mich gerade. Aber ich glaube, er ist in seiner Lieblingsfarbe drin, deswegen gehe ich zu lila. Ja, und Mecker muss zu grün. Okay, Freunde. Nee, ich bin blau. Okay, Mecker geht zu blau. Ja. Ach ja, es sind ja 4 Häuser, ich Dummkopf. Alles gut. Nice, André. Vielleicht hat Budok auch einfach gar keine Waffe gleich, Freunde. Das wird natürlich auch geil. Okay, ich würde sagen, wir gehen bei der ersten Runde alle gleichzeitig ins Haus und hören einfach, wer stirbt. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Nein, warum ich, Digga? Ja, Bruder, Ahmed hat schlau gemacht. Ich meinte es genau, wie Ahmed es gesagt hat, dass derjenige, der halt grün nimmt, frei ist. Ja, das ist schön für euch. Okay, meine Freunde. Kennt mir Vater, ich verstecke das. Komm rein. Hä? Wo ist mit der Scoreboard oder ohne? Mit Scoreboard. Ich komme. Ich hab ne 9. Ey, Freunde, ich bin ja richtig lucky momentan. Aber dafür nur 9. Oh, ich bin auch nein, lucky. Nein. Okay, was mit Mirror? Und eine 10. Und ja. 10. Komm, André. Du! Aber da kommt der. Was? Okay, Freunde, jetzt darf ich nur nicht sterben. Dann bin ich gut. Okay, Ich nehm blau. Ich nehm Orange. Aber ein blaues Kidmave. Nein, ist er nicht. Bitte doch. Nicht Kidmave. Wenn du da drin bist, dann ist das Game, habt ihr euch abgesprochen. 100%. Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Bitte. Hi. Ah. Ja, okay, Freunde. Das heißt, wir haben unser Geschenk. In was war er drin? In, was ist das für eine Farbe gewesen? P90 Speed. Er war einfach in deinem Haus drin. In welchem? In dem pinken war er drin. Okay, sehr schön. Ja. Bruder, was für eine Whopper? Ich dachte eigentlich, weil das Haus so schön ist mit diesen Schneemann und Schlitten hier, Digga. Ja, sieht echt geil aus. Gehst, Digga. Niemals. Ich habe aber voll die Schrottwaffe bekommen. Was hast du bekommen? Eine graue Tech-Uzi. Was ist das dran? Dreht ihr euch alle um? Bekannt schummelt, ich sehe das.
Ich benutze Dingens dafür den Raketenwerfer und werf die Uzi weg. Nein. Nein. Doch. Das Hallo. Ist voll der dumme Tausch. Wenn einer Raketenwerfer überhaupt benutzen darf, dann bin ich das. Ist so. Budaks Aufnahme, Budaks Regeln. Ich gewinn schon, Digga. Hab eine Chance von 1 zu 4 und krieg eine graue Waffe. Was ist das? Ja, das Leben ist manchmal nicht fair. Nein, ich bin Raketenwerfer. Okay. Sonst nehme ich dich mit auf. Tamam, dann nehme ich auch. Hallo, können wir weitermachen? Ich nehme Dings, ich nehme das Backsteinhaus. Ich nehme diese Türkisene. Okay, ich nehme Backsteinhaus. Ja, nur wenn du im Türkisen bist, ne? Ich jumps dich, das sieht aber geil aus, dieses Haus. Ja, das Warte, sieht ja. echt geil aus. Boah, jetzt du bist safe drin, Digga. Das Ding ist, Kid mir was am Arsch, hätten noch 50-50 Chance. Okay, seid ihr oben auf den Dächern, Jungs? Ja, warte, chill. Bruder, ich mach ein bisschen Inspektion hier. Ey, hör auf, ins Fenster zu gucken. Hör auf, Mann, du schießt wieder. Ey, gib mir Schläger, Alter. Leute, schreibt in die Kommentare, Kid mir schummelt. Ich schummel nicht? Ey, darf ich nicht mal die Häuser angucken, bevor ich reinlaufe? Nein. Okay, seid ihr jetzt da? Okay, ich bin ehrlich, ich hab dich auch nicht gesehen bis jetzt. Oh, ja, Kid mir geht's. Der Gauner ist hier, Mann. Ja, ich hab es. Okay, dann würde ich sagen, springt rein. 3, 2, 1, go. Kidmave schmeckt! Okay, Freunde, Kidmave ist gestorben. Das heißt, er kriegt keine Waffe und ich kriege. Dave Scar, ne? Rate mal, welche Farbe? Gold. Depp! Grün. Infanteriegewehr. Aber stark. Die ist okay, Dings, warte. Die ist eigentlich stark. Was ja, hast du? Genau. Bruder, sind die Waffen extra so schlecht? Also, ich finde den Modus gut. Also, einer kriegt Scar, alle anderen kriegen graue Waffen. Jungs, guck mal. Ich will ja nicht flexen, aber. Ey, wir dürfen safe raketen. Grüße gehen raus an mein Bauteam. Die haben safe so gemacht, dass ich bessere Waffen kriege. Okay. Warte mal, wer ist jetzt dran? Kid nicht. Ich. Ambikai. Ambikai. Okay, dann verstecken sie sich. Weg. Lieber Ambikai, sind sie versteckt? Ja. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder auf die Map, Freunde. Okay, Scoreboard, let's go. 4i. Bitte nicht. Achmed wirft eine 2 auf safe. Null! Okay, ich bin schon mal nicht. Null! Komm, gib mir Freunde, wie viel Glück hab ich, fünf. Digga? 5, 7. Oh. Okay, ich bin der Erste. Das heißt, meine Chancen sind groß. Ich nehme das graue Haus, Freunde, weil das sieht so lieblos aus und so. Da ist das safe nicht drin. Safe. Oh nein! Orange. Oh nein! Oder hier, Orange hat eine Garage, Digga. Aber wo ist hier der Chance? Ach, da, okay. I take the green. Green one? Yes, yes. Und der take the orange one? Okay. Yes. Warte, ich bin gerade verbuggt. So, jetzt. Seid ihr bereit? Yes. Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Nein, ich bin doch nicht das Grüne, Jungs. Weakness. Hä? Weakness hat sich selbst gekillt? Hä? Ich bin auf den Boden geschossen. Und dann niemand killt mich, ich kill mich selber. Okay, jetzt habe ich auch eine ich habe eine gute Waffe bekommen, Freunde. André, Digga, hör doch auf. Ich habe eine grüne Pump bekommen. Aber warte mal, André, wo bist du? Grau. Bitte guck Achmeds Waffe. Warte. Digga, graue Uzi, Digga. Graues Trommelgewehr, Digga. was ist das? Tschüss, die Waffe ist OP. Okay, Burak ist bloody. Okay, aber wenn Achmed jetzt gekillt wird, ne, dann tut er mir echt leid, Digga. Ich glaube, dann schenke ich eine Waffe. Okay. Komm, Soundboard. Okay, Soundboard, ich sag 1. Was sagt euer Soundboard? 9. Ach, okay, Kidbait, jetzt kannst du nicht verkacken. Er kann nicht nochmal da drinnen sein, Freund. Nee, er war gar nicht da drinnen, ne? Nein, er das war's safe. Ich weiß nicht. Ja. Oh. Achmed, du darfst zuerst entscheiden. Du kannst auch sagen, nee, ich will das Grüne haben. Nee, alles gut. Ich bin das hier. Bin auch ready. Bei Lila? Ja. Nee, okay. Bei Gelb und ich bei bin Gelb. Bei Gelb und bei Blau. Okay, seid bereit. Okay, 3. 3, 2, 1, go! Bitte nicht, Bruder, gib mich nicht! Mal, wenn ich bin, André, verkackst du. Okay, das ist gar nicht André. Das MBK hier! Okay, sehr schön, Digga. Achmed, bitte, du hast eine gute Waffe. Ich riech das. Minis. Okay, aber habe ich immerhin wenigstens ein bisschen was, Digga. So, ich Digga, hab. Und, oh mein Gott, und es ist unendlich. Ich hab einen Fisch bekommen. Ja, ich hab einen Slurpfisch bekommen. Ja, der ist stark. Weil ja, aber unendlich bringt mir, dass ich keine Waffen habe. Ey, ich hab einen grünen Fisch bekommen. Dafür habe ich starke Waffen. Das ist Ausgleich. Slurpfisch unendlich ist unnormal krank. Helf mich nicht. Aber du hast ja noch eine Chance, mein Lieber. Beruhigen Sie sich. Okay, Freunde, wir sind auf meinem Lieblings-Minigame. Das macht immer übel Bock. Und diesmal haben wir das sogar hinbekommen, dass wir nicht direkt sterben. So, seid ihr bereit? Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, go. Hui. Oh, tschüss, Digga. Ach, man ist richtig durch die Gegend geflogen. Oh nein. Bitte, Burak muss sterben. Burak darf keine Waffe gute kriegen. Nein. Okay, Burak ist down, Digga. Okay, jetzt fehlt noch MP Schwanz? Emmy Schwanz! Ey, Digga, Junge! Ich bin auch gestorben! Kinder, und leben Sie noch? Nein. Ja.
Oh. Guck mal, er hat so ein Pech die ganze Zeit und jetzt kann er sich eine geile goldene Waffe auswählen. Ich weiß, dass er von mir eine nimmt, weil er aber nicht mag. Digga, ich komme sogar wieder raus, ohne zu sterben, Alter. Was oh, ging? Digga, Maschine. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Okay, André. Oh. Zeigen Sie mal bitte schön Ihre Waffen. Das war's, ich hab nicht mehr. Oh Mann. André? Nein, Digga. Hat jemand eine bessere Pumpgun? Mirkan hat eine bessere. Mirkan? Ich muss los. Drop mal. Mirkan, drop mal deine Waffen. Aber die ist eklig, Bruder. Oh, oh. Ahmed. No. Oh. Okay, ich kann meine Skabe halten, okay. Freunde. Auf geht's. Freunde, seid ihr bereit? Yes. Dann geht's los in 3, 2, 1, go. Ich würde sagen, wir haben wieder 3 Leben Standard, Freunde. Und wer Raketen mehr verschießt, ist einfach doof. Oh, warte mal, bevor wir starten. Kommt mal kurz mit. Guck mal, weil ich will euch noch mal zeigen, hier in der Mitte, was gebaut wurde. Guckt euch das an. Diesen Weihnachtsmann. Tschüss. Egal, wenn sie mit Raketenwerfer verlieren, Mirkan, dann ist komplett vorbei. Ach, André, du bist aber ein schlechter Verlierer. Kann das sein? Nein. Kidmaffer, ja, sie bitte auf, alle zu töten. Ich benutze keine Raketenwerfer. Ja, jetzt, Digga, wo ich schon angeschossen wurde. Ich hab Burak ohne gekillt, ich hab Mirkan ohne gekillt. Mm. Du hast mich ohne abgestoppt. Andrew, Rache süß! Wieso bin ich so dumm und vergesse, dass Burak da wieder spawnt? Wieso? Ihr habt doch alle eine Sniper, Digga, ihr habt dicken Vorteil. Aber ich hab eine goldene Scar, deswegen hab ich... Ich hab nur noch ein Leben, André. Okay. Nenn mich Laser Ali. Oh, Digga, das war so knapp an mein Ohr vorbei, war das. An mein Ohr vorbei, der Shot. Ich will auch Geschenke haben. Gehen Sie bitte da weg. Okay, sehr schön. Okay, warte mal. Wir haben jetzt alle Leben verloren, ne? Nee, Bruder hat schon 2 verloren. Oh, Ich hab auch 2 verloren. Oh, ich hab noch 2. Das heißt, ey, alle auf André. Alle auf André. Alle auf André. Nein, hört auf! Hahn. Ey, Bruder, lass doch, chill doch, ja? Wir können doch alles mit Worten machen, ja? Digga, wer hat mich da gerade von hinten abgeschossen? Wer will aufschnauzen? Hm? Ey, nein. Ich esse jetzt einen Fisch, lass mich. Burak ist schon raus? Ja. Nein, ich habe auch nur noch ein Leben. Sit down. Digga, Ahmed macht voll von der Seite so, einen auf den, keiner greift ihn an. Und Bruder, dann ich hab er. 2 Waffen nochmal noch, das reicht. Du hast echt schlimme Waffen. Aber du hast einen dicken Sniper und einen Raketen. Ich bin schon raus, ja, Jagdgewehr, hallo. Bruder. Jagdgewehr stark. Kidmaff, bitte campen Sie nicht so viel herum. Ey, alle gehen auf Burak, obwohl er schon raus ist. Ich schwöre. Aber... Wie viel Leben haben Sie noch? Seien Sie ehrlich. Dann mach ich eine Turret, Digga. Aber nach Ulm. Hör auf! Wie viel Leben hast du noch, Kidmaff? Wie viel Leben? Also 1 oder 2 Leben? Ein Leben hab ich noch. Oh, okay, schwierig. Rutschboy? Aber nach Ulm, Bruder, komm auf! Bruder, komm auf, Mann! Ruf, Digga, ich bin fast gestorben wegen dir! Fuck, mal ab gerade. Nein, nein. Er sieht mich nicht. Aber wieso esse ich diesen Fisch? Wieso kämpfe ich nicht wie ein Kämpfer? Freunde, Mann, wieso bin ich immer so dumm in den Fights? Auf einmal mein Gehirn ist nicht mehr aktiv. Ich will nur ganz kurz anmerken, eben gerade meinte Kidman, ich hab die schlechtesten Waffen. Ja, hab ich auch. Und er hat gewonnen. Was gewonnen? Ja, das ist doch peinlich für uns. Das ist ultra peinlich. Ich war gar nicht dabei, sondern mein Bruder hat gespielt. Ja, bei mir auch. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wünsche ich euch natürlich eine frohe Weihnachten. Sagt man das so? Ein frohes Weihnachten. So. Und lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, Freunde. Wir wollen noch ein paar mehr Leute in diese Community kriegen, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!